erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und ich habe heute keinen Klick-Klick-Klick-Klick-Klick-Kugelschreiber in der Hand. Die Frage kommt von Christopher und Christopher möchte etwas zur Überwinterung im Warmen wissen. Hallo liebes Modern Koi Team, seit ich 5 bin und mein erstes Rotauge in den Händen hielt, bin ich begeisterter Fischliebhaber. Ich baue zurzeit in meinen Garten einen beheizten und gedämmten 8000 Liter Aufzuchtteich. Nächstes Jahr soll noch eine größere Anlage im Garten folgen. Hier die Frage, ist es sinnvoll, die großen Fische, wenn beide Anlagen auf Dauer laufen, zum Überwintern in das Aufzuchtbecken umzusetzen, würde sich der Stress der Fische erhöhen oder wäre es auch für die großen Fische von Vorteil, warm zu überwintern? Ich bedanke mich im Voraus, es werden noch viele Fragen folgen. Eure Blogs helfen mir sehr, mein Know-how als Gärtner mit den Informationen aus euren Blogs zu kombinieren. Liebe Grüße, Christopher. Christopher, das ist natürlich auch wieder eine große Frage. Du sagst, du hast ein 8000 Liter Aufzuchtbecken und du baust einen größeren Teich. Die erste Frage, die sich mir stellt, ist, wie groß wird ein anderes Becken? Baust du jetzt ein Becken mit 50.000 Liter und hast dann nachher, was weiß ich, 30 große Fische drin, dann würde ich die nur ungern oder würde ich die nur ungern in ein 8000 Liter Becken umsiedeln. Zumindest dann, wenn das Aufzuchtbecken im Winter immer noch irgendwie 20, 22, 24 Grad hat. Also da geht es schon mal um Sicherheit, Stromausfall, irgendwas. Ich gehe davon aus, das Becken ist dann abgedeckt, also auch mal hermetisch gegen die Luft abgeriegelt. Dann bist du auf den Strom angewiesen, hast du dann mal, keine Ahnung, abends um 9, du kriegst es nicht mit, geht der Strom weg und morgens sind dann aller Wahrscheinlichkeit nach die Fische tot. Also wir haben zum einen einen Sicherheitsaspekt und den würde ich als allererstes mal befolgen. Also wenn du auch weniger Fische hast, wenn dein größerer Teich keine 50.000, sondern nur 20.000 Liter wird und du packst plötzlich ganz viele Fische auf 8.000 Liter, dann musst du dir überlegen, wasserchemisch sind die Gesetzmäßigkeiten die gleiche wie in einem schwach besetzten Becken, aber sie laufen alle sehr viel schneller ab. Sprich, dein pH-Wert, wenn du fütterst, geht schneller nach unten. Dein Sauerstoff, der im Wasser gespeichert ist, wenn mal kein neuer Sauerstoff im Falle eines Stromausfalls mehr hinzukommt, der würde sich schneller aufbrauchen. Also das kann mitunter in rasender Geschwindigkeit ablaufen. Also das ist der Sicherheitsaspekt, auf den ich erstmal achten würde. Und zum warm Überwintern, klar, Sandra Lechleiter sagt immer, der Koi liebt, ist ein Warmwasserfisch, er liebt die Wärme, kommt aber mit dem kalten Wasser sehr gut zurecht. Und vergleicht man ihn mit den typisch heimischen Kaltwasserfischen, Hecht, Forelle, irgendwas oder dein Rotauge, was du als Fünfjähriger in den Händen gehalten hast, dann ist die ganze Physiologie schon etwas anders. Und wir sehen ja auch viele Karpfen, die im Winter leiden, bei weitem nicht alle, aber manche, die tun sich wirklich schwer im Winter, wohingegen anderen macht es wieder überhaupt nichts aus. So, was ich damit sagen wollte, ist, die hohen Temperaturen sind sicherlich fürs Immunsystem gut, aber was die Farbqualität angeht, nicht unbedingt. Die japanischen Züchter wissen es, die ja auch sehr viele Fische nach Südostasien verkaufen, Indonesien, Thailand, Taiwan, die ganzen richtig warmen Nationen, Singapur gehen viele hin, aber auch nach Südchina. Und dort weiß man heute, wenn die Gosanke über viele Jahre warm und unter Futter schwimmen in Indonesien. Mein Freund Agustinus sagt, seine Teiche werden auch im Winter nicht kühler als 20 Grad. Man sieht es schon, dass die Farbqualität nach unten geht. Und auch Makoto ist jedes Jahr irgendwann mal in Indonesien, er ist in Kambodscha jedes Jahr einmal zu Besuch. Und er sagt, man sieht es ganz krass, die Fische, die ganzjährig warm gehalten werden. Woran es jetzt liegt, ich weiß es nicht, Makoto weiß es nicht, ich weiß nicht, ob es die Wissenschaft weiß, aber die Haut, die Farbqualität, der Glanz der Koi leidet darunter, wenn die Fische dauerhaft warm gehalten werden. Und es tut ihnen gut, wenn sie zumindest mal für 2, 3 Monate bei 14 bis 17 Grad irgendwo gehalten werden. Wir wissen, da gibt es dann wieder bei jedem Temperaturbereich gibt's wieder andere Kniffligkeiten, die einem im Weg stehen, wo vielleicht der eine Parasit ein bisschen aktiver ist als das Immunsystem der Koi. Das soll aber jetzt nicht Thema dieses Blogs sein, sondern es geht rein um die Schönheit. Der Schönheit tut es gut und man weiß auch, wenn die Fische unter 10 Grad überwintert werden, dann geht es auch auf die Farbqualität. Das begünstigt insbesondere Geschichten wie Hikui. Das sind so, Hikui übersetzt sich mit das Rot fressen, das sind so kleine Weichgewebstumore, die das Rot, die roten Farbzellen der Koi betreffen. Und da weiß man, wenn die Fische allzu kalt überwintert werden, kann sowas begünstigt werden. Also der Idealfall, wenn wir die Schönheit, Immunsystem, wenn wir alles mal so zusammenwerfen, ist eigentlich, dass die Fische irgendwo 9, 8, 9 Monate über 20 Grad im Jahr haben. Das ist aber der Idealfall. Und ich möchte jetzt den, in Anführungszeichen, einfachen, unbeschwerten Koi-Liebhaber nicht dazu anhalten, es genauso zu machen, weil es natürlich auch mit viel Energiekosten verbunden ist. Wenn wir da 8 bis 9 Monate über 20 Grad haben und dann aber auch irgendwo mal
zwei, drei, vier Monate auf 16 Grad, 15, 16 Grad um den Dreh die Koi halten. Bei wenig Futter, dass sie auch mal etwas Fett verlieren. Wir dürfen nie vergessen, und auch das ist ein wichtiger Aspekt, wir halten die Koi natürlich schon unter den Bedingungen der Massentierhaltung. Ich will jetzt bewusst das Wort Mast verhindern. Es ist keine Mast, zumindest wenn man es verantwortungsvoll macht. Aber sie kriegen halt das ganze Jahr extrudiertes Futter. Und das haben die in der Natur nicht. In der Natur haben die auch irgendwie mal Phasen, wo naturbedingt weniger Nahrung zur Verfügung steht als in anderen Jahreszeiten. Und von daher finde ich es gut und tut auch den Koi gesundheitlich gut, wenn sie einfach mal ein paar Monate etwas auf Diät gehalten werden. Aber in deinem speziellen Fall, Christopher, solltest du als erstes mal den Sicherheitsaspekt, wie viel Koi packst du bei welcher Temperatur in dieses kleine 8000 Liter Becken und da insbesondere den Sauerstoff im Auge behalten und dann dir natürlich die Frage stellen, ist auch im Winter das Becken, wie du schreibst, ein warmes Becken? Das würde ich wahrscheinlich auf keinen Fall tun, wenn es ein kühles Becken ist und die Anzahl der Fische es erlaubt, dass es immer noch vom Sicherheitsaspekt zu managen ist, dann spricht da natürlich nichts dagegen, deine großen Tiere da reinzusetzen. Zusammen natürlich mit den Kleinen, ich würde jetzt auch nicht die Kleinen dann kalt und die Großen warm, sondern irgendwo einen vernünftigen Kompromiss für alle Qualitäten und Altersstufen suchen. Christopher, vielen Dank für deine Frage, interessante Frage. Machen Sie es gut, vielen Dank für Ihr Interesse und schauen Sie mal wieder rein. Danke, ciao.